Herzlich willkommen in der Machbar Academy. Mein Name ist Sönke. Und heute bauen wir hier eine bodengleiche Dusche, und zwar mit einer Linienentwässerung. Das Projekt haben bei uns Max und Yvonne umgesetzt und ich durfte beiden assistieren. Film ab! Den Bau einer bodengleichen Dusche ordnen wir in die Kategorie 5 von 5 ein. Für das Projekt solltet ihr volle 3 Tage einplanen und geht das ganze Projekt auf jeden Fall zu zweit an. Im ersten Schritt reißen wir die alte Dusche ab. Als nächstes bereiten wir den Untergrund vor und anschließend können wir schon unser Duschelement einsetzen. Dann wird alles ordentlich abgedichtet und die Fliesen können neu verlegt und verfugt werden. Und zu guter Letzt montieren wir die Duschabtrennung. Und jetzt in die Hände gespuckt und ran an die Dusche. Wir bauen unsere bodengleiche Dusche heute mit Hilfe von einem befließbaren Duschelement. Das Praktische daran ist, dass das Gefälle bereits integriert ist. Wir haben zunächst das Wasser abgestellt und beginnen das Projekt, indem wir unsere alte Dusche abbauen. Falls bei euch auch noch eine rumsteht, zeigen wir euch den Abbau einmal im Schnelldurchlauf. Zuallererst nehmt ihr die Türen aus der Laufschiene, damit ihr Platz habt. Trennt anschließend die Silikonnähte mit einem Cuttermesser auf und demontiert die Leisten mit einem Akkuschrauber. Um die Glastrenner rauszunehmen, müsst ihr noch die Abdichtungen an der Wand abziehen und dann könnt ihr die Scheiben rausheben. Und die Wandschienen, die schrauben wir jetzt ebenfalls los. Dahinter tauchen meist überschüssige Silikonreste auf und die lassen sich mit einem Cuttermesser ganz gut abziehen. Hier ist ein wenig Feingefühl gefragt. Nachdem ihr jetzt die alten Schrauben und Dübel entfernt habt, könnt ihr die Schraublöcher mit Fliesenfix im Nu wieder unsichtbar machen, einfach Fliesenfix einarbeiten und mit dem Finger abstreichen. So, und jetzt wird gleich grob gearbeitet und deswegen legen wir rund um die Dusche Malervlies aus, um den Boden zu schützen. Also los geht's. Erst die Fliesen abstemmen und die Bauplatten entfernen, dann mit dem Hammer die Duschwandstützen lockern und jetzt mit etwas Muskelkraft die Wanne herausreißen. Zuletzt noch das Siphon demontieren. Den Wasserablauf solltet ihr vorübergehend verschließen, damit sich da kein Bauschutt sammeln kann. Und dann könnt ihr mit einem Schraubenschlüssel noch die Wannenanker aus der Wand schrauben. Um Platz für unser Duschbord zu machen, müssen wir jetzt den Einbau vorbereiten. Also müssen jetzt erstmal die alten Fliesen weg. Entfernt dabei eine Reihe Fliesen mehr, als die Dusche später groß wird, damit ihr den Bereich um die Dusche herum großflächig abdichten könnt. Wie ihr seht, kann man die Fugen mit einem Multitool ohne großen Kraftaufwand aufschneiden und sind die Fugen erstmal aufgeschnitten, kann man mit Hammer und Flachmeißel die festgeklebten Fliesen abstemmen. Auch die untere Reihe der Wandfliesen wird abgeschlagen und später ersetzt. Tragt auch hierbei unbedingt eine Schutzausrüstung und geht behutsam vor, um die darüberliegenden Fliesen nicht zu beschädigen. Außerdem solltet ihr die Abdichtungsmatten an der Wand und die Entkopplung auf dem Boden nicht beschädigen, denn hier muss später wieder sorgfältig abgedichtet werden. Und jetzt machen wir den Ausschnitt für unsere bodengleiche Dusche. Dazu benutzen wir einen Winkelschleifer mit einem Diamantblatt. Damit arbeiten wir uns hier durch einen Trockenestrich, der mit einer Entkopplungsmatte bedeckt ist. Die benutzt man dann, wenn unter den Fliesen ein beweglicher Fußboden verlegt wurde. Bei uns ist das Trockenestrich, der schwimmend verlegt wurde. Solltet ihr auf einen Fließestrich stoßen, kann das Ausschachten noch etwas schweißtreibender werden. Unser Duschbord hat eine Höhe von 4,5 cm. Die Tiefe des Schachtes ergibt sich also aus der Stärke eures Duschelements und zusätzlich muss die Kleberschicht unter dem Duschbord und die Abdichtung oberhalb des Duschbordes mit einkalkuliert werden. Und so ergibt sich eine Tiefe von 5 cm. Im Bereich des Ablaufes muss ein zusätzliches Stück ausgeschachtet werden. In unserem Fall sind das weitere 8 cm für den Siphon. Ablaufgarnitur inklusive Duschbord haben unter Berücksichtigung der Kleberschicht dann eine Höhe von 13 cm. Wir sind kurz vor dem Ziel. Noch die letzte Rohbodenschicht entfernen und den Schutt herausnehmen. Und dann haben wir unsere Tiefe erreicht. So, legt jetzt noch einmal das Duschbord ein und überprüft die Tiefe. Passt. Damit das Duschbord eingeklebt werden kann,
grundieren wir die Fläche mit Spezialhaftgrund. So kann der Fliesenkleber eine bessere Verbindung zum Boden herstellen. Und diese Schicht, die muss jetzt eine Zeit lang durchtrocknen und beachtet hierbei bitte die Herstellerangaben. Die Basis ist jetzt getrocknet und wir beginnen damit, den Randdämmstreifen zu verlegen. Schneidet den Streifen passend zurecht und befestigt ihn mit einem Tacker entlang der Wand. Den Bereich um das Rohr könnt ihr mit einem Cuttermesser aussparen. Der Randdämmstreifen entkoppelt übrigens das Duschelement von der Wand. Er verhindert Schallübertragung und sorgt für die Trennung von Wand und Boden. Es ist soweit. Wir setzen das Duschelement ein und kontrollieren mit der Wasserwaage, ob das Duschbord weit genug an der Wand ist. Denn wir wollen später mit den Wandfliesen auf dem Duschbord aufsitzen. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr die Position des Ablaufs mit einem Stift markieren und dann die Platte nochmal entfernen, um das neue Abflussrohr zu montieren. Dafür schmiert ihr das Rohr am besten mit einem Gleitmittel ein, damit es gleich besser flutscht. Und den Einlauf ebenfalls. Ja, dann könnt ihr die Verbindung zusammenstecken. Um das Duschbord jetzt endgültig einsetzen zu können, rühren wir Flexkleber mit einem Quirl an. Schön gleichmäßig verrühren und vergesst auch hier die Schutzkleidung nicht. So, mit einer Maurerkelle könnt ihr dann den Kleber auf der Fläche auftragen und mit dem Zahnspachtel verstreichen. Jetzt kann das Element mit dem integrierten Gefälle schön langsam eingelassen werden. Ja, und dann drückt ihr das Board fest und richtet es aus. Das Duschbord sollte jetzt an der Vorderkante bündig am Boden anliegen. Die Fugen zwischen Boden und Duschbord könnt ihr jetzt mit Flexkleber auffüllen. Und somit ist das Duschbord fest eingelassen und kann sich nicht mehr bewegen. Egal wo Flüssigkeiten auftreten, ob im Garten, in der Küche oder im Badezimmer, ihr steht immer vor der gleichen Herausforderung. Sie müssen abfließen. Wie macht man das? Mit einem Gefälle. So, dieses Modell und die Röhre, die sind genau 1 Meter lang. Und diese Murmel, die repräsentiert das Wasser. So, jetzt werde ich mal mit dem Akkuschrauber diese Schraube eindrehen. So. Die Murmel fließt. Entsprechend fließt das Wasser. Wir haben hier einen Höhenunterschied von 2 Zentimetern erzeugt. Bei 1 Meter Länge bedeutet das, 2 Zentimeter Höhenunterschied, das entspricht 2%. So, das Duschbord, das sitzt. Jetzt kümmern wir uns um den Abfluss. Dafür verschrauben wir den Ablaufstutzen mit dem darunterliegenden Siphon. Und dann verschließen wir den Abfluss noch mit dem beigelegten Sicherheitsstopfen, damit auch hier kein Bauschutt oder Kleber hineingelangen kann. Den überstehenden Randdämmstreifen solltet ihr nun abtrennen und dann einfach abziehen. Denn hier muss die Wand neu abgedichtet werden. Anschließend wird noch die Aussparung für das Abflussrohr mit Flexkleber zugespachtelt und unser Duschelement ist eingesetzt. Jetzt muss alles erst einmal trocknen und dann geht es ans Abdichten. Damit kein Wasser in Mauerwerk und Boden ziehen kann, muss jetzt sorgfältig abgedichtet werden. Daher bestreichen wir die umliegende Fläche mit sogenanntem Flächendicht. Anschließend könnt ihr die zugeschnittene Dichtbahn an der Wand anlegen und festdrücken. Und auch hier solltet ihr mit viel Flächendicht alles versiegeln. Und um die Fläche herum, da verlegen wir ein Abdichtband. Drückt das schön auf der Kante fest, so dass keine Zwischenräume entstehen können. Und auch hier wird großzügig überstrichen. Sollten bei eurer Planung Fragen auftreten, könnt ihr übrigens schon im Vorfeld auf obi.de einen kostenlosen Termin mit dem Badplaner vereinbaren und euch beraten lassen. Überprüft die Entkopplungsmatte auf dem Boden auf Löcher. Die können bei den Arbeiten entstanden sein und die Matte in ihrer Funktion einschränken. Solltet ihr welche finden, verschließt sie einfach wieder mit Dichtband und flächendicht. Anschließend lassen wir die Masse trocknen und es folgt ein zweiter Anstrich. Und wie immer gilt, Herstellerangaben beachten. So, unser Team hat weitere Verstärkungen bekommen, denn für den folgenden Schritt brauchen wir geballte Expertise rund um das Thema Fliesenlegen. Am besten plant ihr erst, wie ihr die Fliesen setzen wollt. Fangt beim Verlegen nicht an der Wand an, sondern verlegt von den bereits existierenden Fliesen zur Wand hin. Um die Fliesen gleich auf Höhe der Entwässerungsschiene anpassen zu können, wird diese erst einmal provisorisch eingesetzt. Wir haben uns für eine Linienentwässerung entschieden.
Als Fliesenkleber mischen wir Flexmörtel an, weil der ist wasserfest und temperaturbeständig und eignet sich super fürs Badezimmer. Also, Mischangaben beachten. Erst Wasser in den Eimer, dann den Mörtel dazugeben, denn sonst gibt es Klumpen. Und dann mit dem Handrührer anmischen. Und sobald der Kleber jetzt klumpenfrei ist, kann es auch schon losgehen. Wir tragen den Kleber auf die Fläche auf und verstreichen ihn dann mit einer Zahnkelle. Die Zahnung der Kelle wählt ihr übrigens immer passend zur Fliese. 3 bis 6 mm für kleine Fliesen, 8 bis 12 mm Zahnung für mittlere und 12 bis 15 mm für große Platten, so ab einer Seitenlänge von 50 cm. Zwischen den Fliesen arbeiten wir mit Fugenkreuzen, damit sie in Position bleiben und die Fugen gerade und gleichmäßig werden. Überschüssigen Mörtel und Staub immer mal wieder mit einem feuchten Schwamm abwischen. Ja, und dann geht's weiter mit den restlichen Fliesen. Zur Erinnerung, unser eingebautes Duschelement hatte ein integriertes Gefälle von 2%. Dementsprechend müsste unser Fliesenboden jetzt auch ein Gefälle enthalten. Und überprüft das auch zwischendurch mit der Wasserwaage. Ja, schön schief, so wie wir es haben wollen. Den letzten Teil rund um den Abfluss, den sparen wir uns noch auf, denn der Fliesenkleber muss erst einmal angezogen sein, bevor ihr die Fläche begehen könnt. Nach der Pause entfernen wir die Fugenkreuze und messen dann die Abstände für die letzten gerade laufenden Fliesen aus. Achtet beim Einsetzen darauf, dass ihr das Gefälle bis zur Ablaufrinne beibehaltet. Für den Bereich um die Ablaufrinne wollen wir die Fliesen so anpassen, dass eine Art Trichter entsteht und das Wasser optimal ablaufen kann. Mit Hilfe eines Fliesenschneiders könnt ihr dann die Fliesen problemlos zurechtschneiden. Da wir hier für einen Barfußbereich die Fliesen verlegen, ist es besonders wichtig, dass die Fliesen mit einem Faser- oder Winkelschleifer an den Kanten etwas glatt geschliffen werden. Dann den Fliesenkleber wieder auftragen und die Fliesen einsetzen. Wir haben hier die kompliziertere Variante gewählt und die Fliesen keilförmig zugeschnitten. Ihr könnt auch einfach gerade nach unten verlegen. Der entstandene Seitenrand, der kann dann mit kleinen Fliesenstreifen geschlossen werden. Eine weitere Methode, die Gefällekante abzuschließen, ist so eine Abschlussleiste. Die wird einfach zugeschnitten und an der Kante verklebt. Zuletzt werden noch die Endstücke zur Wand eingesetzt und auch hier achten wir auf ein Gefälle. Jetzt müssen wir die vorher entfernten Wandfliesen ersetzen und dazu passen wir die unterste Reihe Fliesen so an, dass sie dieselbe Höhe wie unsere Sockelleisten haben. Dadurch passt darüber eine ganze Wandfliese, die wir dann nicht schneiden müssen. Vergesst dabei nicht, auch das Gefälle der Dusche zu übernehmen. So müsst ihr jeden Fliesensockel individuell zuschneiden. Jetzt kommt wieder eine Trockenzeit und achtet auch da unbedingt wieder auf die Herstellerangaben. Anschließend haben wir noch die Flächen an der Wand und die Fläche der Dusche verfugt. Und wenn ihr genau sehen wollt, wie das geht, dafür haben wir euch unten ein Video verlinkt. Der Rohbau der Dusche ist jetzt abgeschlossen. Kommen wir nun zum Aufbau der Duschabtrennung. Zunächst einmal müssen wir festlegen, wo wir die Duschabtrennung platzieren. Wir wollen, dass die Glaswand direkt über unserer Fliesenkante steht, damit das Wasser auch nach innen ablaufen kann. Dazu platzieren wir die Wandschiene und schauen mit der Bodenhalterung, wo wir mit der Duschabtrennung enden. Ist der Verlauf klar, kann es mit der Montage losgehen. Erst einmal wird die Wandschiene angesetzt und dann werden die Löcher an der Wandschiene eingezeichnet. Die Bohrlöcher, die könnt ihr dann mit einem Steinbohrer und einer Schlagbohrmaschine setzen. Und sollten bei euch die Löcher auf einer Fliese gesetzt werden, arbeitet dann bitte ohne Schlag, denn sonst könnten die Fliesen abplatzen. Wichtig ist es, die Bohrlöcher vor dem Anschrauben mit Silikon abzudichten, denn so gelangt kein Wasser in die Wand. Um den Bodenhalter im richtigen Abstand zur Wand setzen zu können, messt zuerst die Länge der Trennwand und positioniert den Halter für eine bessere Stabilität etwa 10 cm vor der Kante. Um den vorderen Bodenhalter dann exakt parallel zur Wandschiene zu befestigen, müsst ihr erst das Maß der Fliesenkante bis zur Mitte der Leiste nehmen. Hier bei uns sind das 7 mm und dann könnt ihr den Bodenhalter ebenfalls 7 mm neben der Fuge positionieren und das Loch bohren. Die Bodenfliesen bohrt ihr am besten mit einem Steinbohrer an. Indem ihr das Loch mit Wasser oder mit Kühlflüssigkeit beträufelt, könnt ihr den Bohrer etwas abkühlen,
und sobald die Fliese durch ist, Schlagfunktion wieder an und weiter in den Boden bohren. Und auch hier füllen wir wieder Silikon in die Löcher. Dann noch die Dübel rein und dann den Halter festschrauben. Die Fuge zur Dusche füllen wir jetzt mit Silikon. Denn wenn die Glaswand einmal steht, kommt ihr da sehr schwierig ran. Mit einem Glättemittel einsprühen, denn dadurch lässt sich das Silikon besser glätten. Und dann mit einem Fugenglätter überschüssiges Material abziehen. Wenn das Silikon getrocknet ist, können wir die Scheibe einsetzen. Die Verpackung der Materialien könnt ihr gut als Auflageflächen benutzen, um die Scheibe erst in die Bodenhalterung und dann in die Wandhalterung zu setzen. Zusätzlich nutzen wir Keile, um die Wand zu stabilisieren. So, und jetzt könnt ihr die Scheibe auch festschrauben. Sobald jetzt die Trennwand sitzt, setzen wir schon einmal provisorisch die Teleskop-Querstrebe an, um das Bohrloch exakt einzeichnen zu können. Kontrolliert parallel mit der Wasserwaage, ob die Schiene auch gerade liegt. Ja, und dann könnt ihr das Loch bohren und die Schiene montieren. Mit einem Inbusschlüssel habt ihr nun die Möglichkeit, noch ein wenig nachzujustieren, bis die Wasserwaage euch grünes Licht gibt. Und jetzt widmen wir uns den letzten Feinarbeiten. Wir befestigen die noch fehlenden Sockelfliesen und dazu nutzen wir einen Fertigkleber. Außerdem müssen wir jetzt alle Dehnungsfugen zwischen Wand und Boden und die Fuge zwischen Duschabtrennung und Wand mit Silikon abdichten. Nutzt dafür ein spezielles Sanitärsilikon. Das schützt besonders in Nassbereichen vor einer Schimmelbildung. Und auch die Dehnungsfuge am Übergang ins Gefälle muss jetzt noch verfugt werden. So, und dann ist es tatsächlich geschafft. Die bodengleiche Dusche ist fertig und wenn das Silikon trocken ist, bereit für den ersten Duschgang. Und wie immer haben wir euch unter dem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und eine Material- und Werkzeugliste verlinkt. Wir hoffen, dass das hilfreich für euch war. Weitere Videos aus der Sanitärabteilung gibt es bei uns auf dem Kanal. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dem eigenen Projekt Alles machbar mit Obi.